Ja, herzlich willkommen, da bin ich wieder am Start in Assassin's Creed Syndicate, der letzte Maharaja, das DLC, und zwar Dunlap's Sing-Erinnerungen nennen die sich ja, und jetzt kann ich endlich die zweite Mission spielen, abgefangene Informationen. Damit Dunlap versteht, wie wichtig er für die Zukunft Indiens ist, bittet Henry die Assassinen zu beweisen, dass Dunlap von gewissen Personen mundtot gemacht wurde. Jacob und Evie müssen Dunlaps gestohlene Briefe beschaffen und sie ihm übergeben. Dann tun wir das doch mal und ja, kurze Ladesequenz. Der Big Ben wieder. Echt gespannt, wie es weitergeht. Ach, na endlich. Na endlich. Was ist denn das für eine Aussage? Mehr ist nicht? Nur wenn du nicht mit mir reden willst, hast du es leider Pech. Es ist nicht das erste Mal, dass Edo Hoheit Ärger mit der britischen Ostindien-Kompanie hat. Vor einigen Jahren hielten sie seine Mutter gefangen und fingen all seine Briefe an sie ab. Vermutlich verhindern sie auch dieses Mal, dass seine Korrespondenz nach außen gelangt. Ich habe den Dienstplan des Postboten geschaffen. Es gibt zwei unterschiedliche Transportwege. Der erste ist ein Postkutschenkonvoi. Der zweite ein Postzug. Wenn wir einen Hinterhalt legen, können wir seine Briefe zurückholen. Vielleicht ändert sich. Machen wir das doch. Zuerst der Konvoi. Wir müssen die Straße blockieren. Ja, dann machen wir das doch. Gut. Genau. Voll und vier. Straße blockieren. Den Wagen in der Zunge stoppen und absteigen. Langsamer. Gut so. Freundchen, wenn du mir hier im Weg stehst. Langsam. Na los. So. Haben wir doch gemacht. So, und jetzt? Verstecken oder was? Wo ist denn Henry? Jede Minute hier ankommen. In der Nähe sollte es Verbündete geben. Ich halte hier Wache. Nein. Mann, komm runter. Da. Da ist erstmal Nummer Uno. Hier, komm. Abby? Genau. Erster. Das schaffe ich wieder nicht. Oh Gott. Wo ist denn der nächste hier? Heidewitzka, wo ist der jetzt? Da. So, zwei haben wir. Ich soll drei rekrutieren und habe nur zwei. So. Der Konvoi ist auf dem Weg. Bleib bei Henry. Verstanden. Wird gemacht. Alles klar. Tja, gut. Ich habe nur zwei geschafft. So, Dunlaps Briefe finden. Ich kann ja hier rüber. Sehr schön. Dim. Was zum Teufel? Wer hat dir das angetan? Keinen Schritt weiter, verstanden? Ignorierst du mich? Wie kannst du es wagen? So. Sucht nach ihrer Schwachstelle. That looks like a mess. I should stay clear. Immer feste drauf hier. Wo ist der nächste hier? Wo ist denn der Vogel? So, wer haben wir hier noch? Und feste drauf hier. Ich hole dich ein, Mädchen. Los, komm. Ah, jetzt geht's los.
Und Bams hat's gemacht. So. Alle eliminiert. Jetzt können wir hier in Ruhe stehlen. Ach nee, da hinten sind sie drauf. So. Stehen wir die guten Dinger? Mach dasselbe mit dem. So. Aber ich muss zurück ins Geschäft, um Mr. Singh auf eine Tasse Tee einzuladen. Einer weniger. So, wir sollen aus dem Gebiet entkommen. Dann machen wir das. So, und da ist ja unsere gute Kutsche. In der Nähe des Ziels bleiben. Heidewitzka. Wo ist denn da jetzt bitte die Logik? Okay, dann nehmen wir hier die Kutsche hier. Fährt er mit? Du hast recht. Gutes Mädchen. Gott, oh Gott, oh Gott, wie komme ich jetzt hier raus, Alter? Gucken wir das ganze Ding hier mal aus dem Weg, ne? Ja. So, wir sollen ja hier entkommen. Das haben wir erstmal geschafft. So. Erstmal wieder hier rückwärts. Also fahren kann ich definitiv nicht. Das merke ich immer wieder. So, jetzt sollen wir den guten Henry wieder abliefern, oder was? So, den Hinterhalt erreichen. Machen wir. Kette hier. Gas, 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 Gas. Bin ich echt mal gespannt, ob ich das schaffe hier. Schön aus dem Weg, Leute. Genau hier. Macht nur Platz. Davon bräuchte ich nicht ganz viel. So, noch 380 Meter. 63. Alter Verwalter, wie weit hier die Strecke ist. Und ich habe gedacht, das ist ein bisschen näher dran, nicht eher. So, hier schön reinschreiben. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Was soll ich machen? Ich muss Gas geben hier. Ich habe nicht so viel Freizeit. Ich muss ein bisschen arbeiten. So, Kette. So, jetzt da hier durch die Gassen. So, hier ist der Zug. Alter, wie lang der Bremsweg ist von dem Ding hier. Das ist echt unglaublich. So, da soll ich hin. So, da oben hoch. So. Ich brauche dein Können. Ja, gut. Ich brauche dein Können. Wo ist der nächste hier? So. Wir haben Arbeit vor uns. Ich bin da. Arbeit vor uns. Los, komm. 45 Sekunden habe ich noch Zeit. Dann rekrutiere ich den hier auch noch. Ich habe einen Auftrag für dich. Genau. Und jetzt hier. Hoch da. Und dann erstmal hier hin, ne? So, drei Stück habe ich diesmal. Ich habe es geschafft. Ich habe drei Stück echt hingekriegt. Mann, Mann, Mann. Diesmal ging es irgendwie einfacher. Beim, weiß ich nicht. Beim ersten Mal da die drei zu rekrutieren war echt nicht so einfach. Hätte ich nicht gesagt, aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Warum auch immer. So, noch 10 Sekunden jetzt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Voraussetzung habe ich geschafft diesmal. Sehr schön. Briefe befinden sich in diesem Zug. Genau. Alles klar. Wird gemacht. Verstanden. So. Wir sollen die Briefe finden. Warum halt so. Der Boss wird sauer sein, wenn sich die Lieferung verspätet. Sie ist hier. Ich bin überlegen. Ja. Ja. So. Ich sehe sie. Was hier? Batz, Batz, Batz. Komm hier hier. Zack. Den ganzen, wir nehmen alle, ich nehme euch alle auseinander hier. Mensch. Eine komische Granate hier geworfen. Oh, komm hier hier. Zack. Auch den habe ich geschafft. Da sind die Briefe. Ich habe sie gefunden. Und Henry ich stehle diese. Ich sollte ihm das hier zeigen.
So, haben wir es geschafft? Was sollen wir jetzt machen? Flüchten? Die Briefe habe ich gestohlen. So, aus dem Gebiet entkommen. Müssen wir irgendwie unseren Jungs noch helfen? Nö, die haben das ganz gut selber hingekriegt. Das heißt, wir dürfen jetzt abhauen. Die Frage ist, wo hau ich? Na, hau ich da wieder ab, wo ich hergekommen bin? Denn. Ja. Was denn war das? Abbruch? Nö. Sprung zu einer Sequenz. Okay. Es gibt einen Unterschied zwischen Pazifismus und Untätigkeit. Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass... Ja. Ihr zwei kommt genau zur rechten Zeit. Stören wir euch etwa? Das dürfte euch interessieren, nein. Eure Hoheit. Diese Briefe, sie stammen von mir. Die Siegel sind gebrochen. So haben wir sie gefunden. Oh. Diesen Brief habe ich als kleiner Junge an meine Mutter geschrieben. Wie kamen Sie in dessen Besitz? Ein Postkonvoi. Diese Templer, die haben wirklich eine Art. Ich dachte, ich hätte das vor Jahren Jacob, beendet. Ey. Aber die britische Ostindien-Kompanie bestiehlt mich einfach immer weiter. Sie lagen wohl mit ihrem Misstrauen richtig. Wir müssen etwas tun. Doch ohne eure Hilfe erreichen wir nichts. Vielleicht haben Sie recht. Aber ich muss erst darüber nachdenken. Darf ich so lange um Diskretion bitten? Ihre Majestät muss nicht unbedingt davon erfahren. Nee, wir halten den Mund. So. Ja, Rooks auf der Straße rekrutieren. Beim ersten Mal haben wir es nicht geschafft, beim zweiten Mal. Ja, so, wir dürfen fortfahren, beziehungsweise erstmal bewerten. Das tue ich jetzt. Aber ich gebe nur 3, weil ich fand die jetzt nicht so interessant wie die erste Mission des DLCs. So, da habe ich das geschafft alles. So, yippie-yay-yay. So, dann bin ich mal gespannt. Das hat gerade ein bisschen gedauert. Achso, wir müssen genau hier vorne hin. Enteignung der Armen. Ja, dann würde ich mal glatt sagen. Kann ich irgendwo hier langlaufen? Oder ist das jetzt hier so von wegen so... Erstmal hoch. So, hier hinne da. Zack. So, irgendjemand ist da gerade gestorben, wie ich das gerade gemerkt habe. So, hoch da, hoch da. Ich mach das jetzt mal echt gerade hier so rüber. So, und da ist schon die nächste. Wir haben jetzt gerade in den Bezirk City of London sind wir gerade reingekommen und hier an diesen netten Park. Da wartet schon wohl der gute Henry oder der Maharaja. Ich weiß das gerade nicht. Das werde ich gleich sehen. Ich muss erstmal da rum. Oh, da spielt die Mucke. Der Maharaja. So, die Enteignung der Armen. Dunlip findet heraus, dass die im indischen Punjab gestohlenen Reichtümer an die britische Ostindien-Kompanie BOK übergeben werden sollen. Diese Transaktion muss gestoppt werden. Indien soll seine Besitztümer zurückerhalten. Ja, dann würde ich mal sagen, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Sprich, ich danke fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Ich danke auf jeden Fall schon mal dafür mit dem Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne wie immer bis zum nächsten Mal und bis denne.